Hallo ihr Lieben! Hallo! Wie ihr unschwer erkennen könnt, die Luisa von Stimmen ist wieder da. Und wie ihr auch unschwer erkennen könnt, hier liegt ein eingepackter Sattel. Die Luisa hat nämlich heute was mitgebracht. Ich habe dir deinen Springsattel mitgebracht. Darauf habe ich mich schon total gefreut. Den Dressursattel, den habe ich tatsächlich schon seit anderthalb Wochen. Den hat Luisa mir einfach geschickt und gesagt, leg den mal drauf. Der passt schon, so dass der sich setzen kann. Wir passen ihn heute natürlich noch richtig an. Und den Springsattel, den habe ich bislang ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Den werde ich heute auch zum ersten Mal sehen. Hier haben wir aber jetzt erstmal den Dressursattel für euch versteckt. Ich bin absolut schockverliebt. Einige von euch haben das in den Stories schon so ein bisschen geahnt und immer gefragt, ist das Kobis Sattel? Ist das Kobis Sattel? Ja, das ist Kobis Sattel. Es war übrigens einstimmig auf Instagram. Ich habe euch gefragt, ob ich euch die Sättel überhaupt zeigen soll. Und die alle so, ja. Ich habe da nämlich was gesagt von Roségold. Wie sind die Sättel denn deiner Meinung nach geworden? Ich finde sie wunderschön. Ich auch. Also zumindest den Dressursattel, das kann ich schon beurteilen. Das Wetter heute ist leider nicht so richtig toll. Deshalb werde ich ein paar Sattelbilder für euch nochmal nachdrehen. Aber ich würde vorschlagen, wir packen das Schätzchen jetzt erstmal aus. Und, ach so, noch ein besonderes Highlight. Ich werde heute auch direkt mit dem Springsattel Springstunde reiten. Das heißt, nachher gibt es auch noch ein paar Reitbilder. Seitdem ich Annika eigentlich kenne, wollte sie immer schon einen tobaccofarbenen Sattel. Und auch diesmal war wieder die Überlegung da, nimmt Annika einen tobaccofarbenen oder vielleicht einen doch andersfarbigen Sattel. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir wieder Ebony nehmen. Einfach, da sie immer wieder viele verschiedene Farben auf den Pferden hat, viele verschiedene Schabrackenfarben drauf hat. Und da ist Ebony doch ein bisschen einfacher zu kombinieren als Tobacco. Ich habe echt super lange überlegt, ob ich Tobacco nehmen kann. Ich glaube, ich habe Luisa auch 8,5 WhatsApp geschrieben, so, nee, doch die andere Farbe, nee, doch hell, nee, doch dunkel. Es ist einfach bei mir so, ich habe so viele verschiedene Outfits und wenn ich mit einer Firma kooperiere, da kommen so viele verschiedene Farben irgendwie bei mir an und das dann alles mit hellbraun zu kombinieren, ist dann doch ein bisschen schwierig und irgendwie bin ich halt in dieses Dunkelbraun auch so ein bisschen verliebt und finde, dass es eben auch perfekt zum Schimmel passt und deshalb glaube ich, werde ich mit dem Ebony-farbenen Sattel richtig, richtig glücklich, zumal er so viele schöne Details hat und die zeigen wir euch jetzt. Das ist der Aramis 2. Annika hatte den Sattel vorab schon mal probiert für uns und fand ihn damals schon sehr, sehr toll und hat sich jetzt tatsächlich wieder dafür entschieden. Das freut mich sehr. Und hat sich auch hier für das Olivenleder entschieden, weil sie fand direkt, dass der Sattel deutlich weicher war, das Leder war grippiger und jetzt die Farbe Ebony. Hier haben wir auch einmal die Details mit den cremefarbenen Nähten. Was hier so wunderschön glitzert, ist unser Magic Tech Strass. Das Schöne ist, man kann ihn ganz einfach und simpel wechseln und rausnehmen und dann mit einem anderen Inlay wieder benutzen. Und vor allem, was ich besonders schön finde, sind hier vorne einmal die Lackpaspel. Die gefällt mir besonders gut. Außerdem haben wir hier auch roségoldene Beschläge bestellt. Die sind jetzt ganz neu bei uns und kann man bei jedem Sattelmodell mit dazu bestellen. Die Möglichkeit besteht hier auch, dass man Biomax bestellen kann als Option, wobei Annika hier keine Rückenprobleme oder Rückenbeschwerden hat. Das heißt, hier kam das für sie nicht in Frage. Was den Sattel besonders weich macht, ist einfach auch nochmal in der Sitzfläche, dass die Kedernaht fehlt. Das macht die Sitzfläche extrem weich und angenehm für den Reiter. Auf Kobis Rücken sind wir auch ganz besonders eingegangen. Ich wollte hierfür extra breite Kissen haben. Das heißt, wenn Druck von oben drauf kommt, gehen die Kissen seitlich zur Seite weg. Und der Druck wird schön verteilt. Hier gibt es verschiedene Arten, die man bestellen kann von Kissen. Einmal etwas breitere, etwas höhere. Da kann man wirklich optimal nachher mit auf den Pferderücken eingehen. Für den Reiter kann man die Pauschen verändern, ganz individuell gestalten. Man kann sie größer machen, man kann sie kleiner machen, länger, kürzer, je nachdem, wie das Bein vom Reiter liegt und auch halt, wie die Länge vom Bein ist. Was natürlich nicht fehlen durfte, ist das Sattelschild hinten, wo man ganz beliebig den Reiternamen, den Pferdenamen oder Initialien mit eingravieren lassen kann. So, kommen wir jetzt zum richtig spannenden Teil, weil hier drunter ist der Springsattel versteckt und den kenne ich selber tatsächlich auch noch nicht. Ich bin mega neugierig, wie der aussieht. Es ist das gleiche Modell wie beim Kanto. Genau, das ist der Phoenix Elite. Aber wir haben so ein paar Sachen anders gemacht und ich werde ihn jetzt auspacken und dann auch direkt probereiten. Ja, ich finde ihn noch schöner. Ja? Bevor du ihn jetzt auspackst, ich habe natürlich heimlich schnell die Steigbügelriemen dran gemacht, damit er komplett aussieht. Ich finde, das gehört irgendwie zu einem Sattel dazu, damit man wirklich das Komplettpaket sieht. Heimlich. Sie hat mich rausgeschickt und hat gesagt, ich baue die Dinger schnell daran, gehen wir da vorne gucken. Aber jetzt packe ich das Ding aus. Ja. Ich bin voll aufgeregt, das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen.
Der ist so schön. Er ist einfach nur mega, mega schön. Wie ihr seht, auch hier habe ich mich nicht für Tobacco entschieden, sondern für Ebony. Die gleichen Gründe wie beim Dressursattel. Aber wir haben hier wunderschöne Details dran gemacht. Ich bin gerade echt geflasht. Hier diese Strasssteine, die hellen Nähte. Boah, ist der schön. Und auch Roségold. Das ist jetzt, wie gesagt, der Phoenix Elite in dem wunderschönen Ebony. Mit den cremefarbenen Nähten, dem cremefarben Keder. Und auch hier haben wir wieder eine Lackpaspel vorne, aber hier jetzt auch hinten. Als ganz besonderes Highlight die roségoldenen Glitzersteinchen an der Steigbügelriemenschlaufe. Kobi ist nach Erzählung von Annika ein sehr, sehr empfindliches Pferd, was das Thema Haut anbelangt und auch das Thema Fell. Darum habe ich mir hier einfach extra breite Kissen gewünscht, damit man eine große Druckverteilung hat und wir da keine Probleme bekommen. Gefällt dir das? Sind die Sättel schön? Ja? Oh, hallo. Ich lege den Sattel jetzt erst einmal drauf und dann schauen wir, ob ich gegebenenfalls nochmal irgendwie die Polsterung ändern muss. Es ist natürlich so, dass der Sattel maßangepasst ist auf das Pferd und auch auf den Reiter, indem man halt die Kissen dementsprechend bestellt, die Größen richtig bestellt, die Pauschen richtig bestellt. Es ist aber trotzdem so, dass die Polsterung als Grundpolsterung kommt, also immer mit dem gleichen Polster. Man kann zwar bestellen, man möchte mehr haben oder weniger, aber erstmal kommt eine Grundpolsterung und die muss eingeritten werden. Wie ein guter Lederstiefel oder Lederschuh muss der eingeritten werden, damit sie sich setzen kann und somit halt auch auf den Pferderücken eingehen kann. Und nach einer gewissen Zeit, nach 30 bis 40 Mal Reiten, sag ich immer, ist die Polsterung fertig gesetzt und dann müssen wir nochmal einen Kontrolltermin vereinbaren, sodass wir halt nochmal genauer drauf eingehen können auf die Polsterung und nachbessern können. Der Sattel hier ist jetzt erst ungefähr 10 Mal geritten. Trotzdem sieht man schon ganz klar, wo die Richtung hingeht. Wir müssen den vorne auf jeden Fall etwas aufpolstern, weil wenn ich vorne Druck drauf gebe, fängt der Sattel hinten ein bisschen an zu schweben. Und der Schwerpunkt ist nicht mehr genau so, wie ich ihn haben will, sondern er ist tendenziell vorne ein bisschen zu tief. Darum werde ich ihn gleich einmal umpolstern, damit wieder alles passt und richtig ist. Jetzt schauen wir uns einmal den Springsattel an. Hier ist es so, der ist noch komplett neu, der ist nicht geritten worden, wie ihr wisst. Und erstmal ist es so, dass die Sättel immer ein bisschen tendenziell überm Pferd liegen, die ersten Male vorm Reiten, weil die Polster setzen sich ja doch recht zügig. Das heißt, wenn man den Sattel jetzt 2-3 Wochen schon in Benutzung hat, merkt man, die Kissen gehen platter ans Pferd, man kommt näher ans Pferd und man hat mehr Kontakt. Mir gefällt das sehr, sehr gut, was ich sehe. Ich würde jetzt gleich in der Mitte noch mal ein bisschen Wolle mit rausnehmen, dass der einfach noch mal hier ein bisschen flacher, schöner aufliegt. Aber ansonsten, der Schwerpunkt liegt schon sehr gut. Vorne und hinten ist gleich hoch, so wie wir es haben wollen beim Springsattel. Und der Rest muss ich jetzt erstmal in Zukunft weitersetzen. Während Luisa sich jetzt gleich die Sättel schnappt und die noch mal neu polstert bzw. umpolstert, werde ich mir die Kobyline schnappen, der einmal Gamaschen draufpacken und eine Trense. Und dann geht's gleich für uns los, dann kann Luisa die Sättel nämlich auch einmal in Action sehen, beziehungsweise den Springsattel. Denn Kobi und ich haben gleich endlich wieder eine Springstunde. Push all the limits with you.
So, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gut gefallen hat und dass euch auch die Sättel gefallen. Ich finde sie wunderschön. Vielen Dank, dass du mir jetzt auch den Springsattel wiedergebracht hast. Wann sehen wir uns denn jetzt wieder? Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ungefähr so einen Monat, anderthalb Monate wieder, weil dann sind die Sättel fertig gesetzt. Du bist ordentlich geritten in den Sätteln und gegebenenfalls müssen wir noch mal ein bisschen nachpolstern. Naja, ob ich ordentlich geritten bin oder nicht, das sei mal hingestellt. Auf jeden Fall bin ich drin geritten. Und eine Frage, die ihr sehr, sehr oft stellt, ist, wie geht denn das mit diesen Sattelterminen? Kann das jeder machen? Macht Luisa das nur für dich? Und deshalb beantworten wir diese Frage jetzt noch mal für euch. Man kann Luisa einfach anrufen. Ja. Oder kontaktieren. Entweder schreiben, kontaktieren, anrufen, wie auch immer. Ich komme für jeden rausgefahren, der zumindest in meinem Gebiet ist. Aber ansonsten haben wir auch in ganz Deutschland noch andere Außendienstler. Die kann man auch jederzeit anrufen und kontaktieren. Genau. Es gibt so eine kleine Grundgebühr, die man im Prinzip zahlt, wenn der Sattler rauskommt. Aber wenn man dann eben sich auch für einen Stirbensattel entscheidet, dann wird das Ganze verrechnet und dann kostet der Service natürlich nichts. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Entweder Luisa oder ich werden euch die beantworten. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!